Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zur Chronoträger, die 46. Episode. Wir jagen immer noch dem Ozzy hinterher, der ist hier die Treppe hoch und wir haben hier eine Truhe, die haben wir noch nicht aufgemacht. Und soll ich ihn mal aufmachen? Ein Haftgurt erhalten. Ja, können wir irgendeinen von unseren Helden anlegen, dann werden die schneller. Was hat er denn nur mit dem Krafthandschuh? Den behält er auch mal schön. Er hat auch einen Krafthandschuh und sie hat den Magieschal. Brauchen also diesen Haftgurt nicht. Würde ich sagen, verfolgen wir mal den Ozzy ein bisschen weiter. Ob wir den noch erwischen? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Schönen Teppich. Sieht auch wieder gefährlich aus. Na, ich wusste es doch. Ich sag noch, es sieht noch gefährlich aus. Auch wenn das jetzt hier nicht die stärksten Gegner sind. Naja. Sie wollen erstmal bekämpft werden. Einmal bitte. Ja, habe ich eigentlich schon mal in einer der letzten Episoden erwähnt, dass wir mal einen neuen Bogen für Mal brauchen? Und hat ja nicht irgendjemand geschrieben in den Kommentaren, wir hätten einen neuen Bogen bekommen? Warum finde ich den nicht? Fragen oder Fragen? Na egal, aber Mal ist ja sowieso unsere Zauberin. Dann macht das alles nichts. So, jetzt wahrscheinlich nochmal hier. Natürlich. Nur natürlich jetzt ein Gegner mehr dabei. Ja, das kennen wir jetzt mittlerweile alle schon. Aber egal, es sind alles relativ einfache Gegner jetzt im Moment. Das gibt schöne Erfahrungspunkte. Ich sehe gerade, dass unsere Energie ein bisschen im Keller ist. Sollten wir vielleicht bei der nächsten Gelegenheit mal wieder auffüllen. Ja. Jetzt macht er wieder einen Doppelangriff gegen uns. Naja. Das wird die gute Mal überleben. Dann schmeißen wir uns gleich mal hier. Ich kann ja mal zaubern. Genau. Schmeißen wir uns gleich mal hier ein paar Tonics rein und dann geht das auch wieder. Schönen Wasserzauber gegen den Jongleur. Magieverteidigung ein. Ja. Müssen wir halt die normale Attacke nehmen. Also greift man die an mit Magie, dann schaltet automatisch magische Verteidigung ein. Greift man sie normal an, schalten sie die magische Verteidigung ein. So, ihr wisst, was ich meine. Habt ihr ja gerade mitbekommen. Ganz schön gerissen, die Viecher. Ja. Nicht schlecht. So, jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir uns aufladen, hier energiemäßig, vor allem die Mal. Die hat schon wieder die Haare ganz strubbelig. Da haben wir denn noch genug Tonics. Ja, dann nehmen wir mal Medium Tonic hier, für die gute Mal. Er kann auch einen gebrauchen. Und er auch. Dann nehmen wir nochmal die normalen Tonics, auch wenn wir die jetzt ein bisschen verschwinden. So. So. Und komm, noch einen. Ist egal. Ich weiß ja jetzt nicht, was auf uns zukommt, ob wir uns jetzt in dieser Folge eventuell einen Bosskampf erwartet. Vielleicht gegen Ozzy, den Feigling. Ja, das kennen wir auch schon. Machen wir das mal mit Gewitter 2, damit wir die hinteren Gegner loswerden. Und um die Vögel, die beiden grünen Vögel, können wir uns dann immer noch kümmern. Und schön. Boah, 1300 Schaden, den links. Mein lieber Herr Gesangsverein. Hoho. Haut schon rein. Gegen die richtigen Gegner. Ja, ich finde das jetzt auch sehr beeindruckend. Krono hat keine MP mehr, sehe ich gerade. Dann müssen wir da auch mal uns in den gleichen Äther einschmeißen. Naja, das passt schon. Was wirft der denn da? Haben die wieder Sterne? Ist ja unglaublich. Mann, das sind ihren Double-Tags. Geh mir auf Keks. So, komm. Frock jetzt hier nochmal auf den grünen Vogel. Ja, der kann nicht mehr zaubern, muss auch den normalen Angriff nehmen. Das sollte jetzt aber reichen. Nee, natürlich nicht. Nehmen wir den normalen Eisgrin-Angriff. Eisangriff. Auf den Jongleur. Reicht das dann jetzt bitte? Ja. Ja. Gut. Perfekt. Fock erreicht nächste Stufe. Wunderbar. So, dann schaue ich nochmal. Äther haben wir ja Gott sei Dank noch ein paar. Nur eins, zwei. Ne, das wäre Verschwendung. Na, das können wir machen. Noch ein paar Tonics bitte reinhauen. Wir haben ganz schön Energie hier. Das können wir uns erlauben. Komm, können wir hier auch noch einen Tonic reinhauen. Ist ja auch egal. Sobald wir mal irgendwann wieder raus sind, hier aus dem Schloss und in der nächsten Stadt sind, dann kaufen wir wieder Tonics rein. Och, nö. Nochmal so zwei Drachen, das heißt, dass wir wieder kämpfen müssen. Doch nicht. Hier, achso. Die letzten drei Drachenpaare, da muss man kämpfen und an denen können wir jetzt vorbeilaufen. Nee, ist klar. Eine Belebung erhalten.
wenn wir eine Belebung erhalten, wenn wir Unterkünfte erhalten und so, nicht durch, dass wir jetzt nochmal kämpfen müssen. Also, kämpfen im Sinne von Endkampf gleich irgendwann. Wo die Gegner jetzt herkamen, wusste ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich zu lange gezögert habe, die Treppe hochzugehen. 1000 Pauern schon wieder Schaden. Lieber Gesangsverein, ne? Dann kämpfen wir erstmal gegen ihn, damit sie Double Text nicht mehr einsetzen können. Obwohl, ja gut, das reicht gegen ihn. Dann wird Mal jetzt automatisch einen von den beiden grünen Vögeln angreifen. Und Chrono setzt nach. Ja, das läuft doch. Das läuft. Habe ich gerade gesehen, dass sich der Zeitbalken von Chrono sehr viel schneller auflädt als der von Frog. Ob das was bringen würde, Frog den Hassgurt anzulegen? Den wir ja noch übrig haben. Frog lernt Drehsprung. Sehr schön. Double Tech Donnerstab gelernt. Noch besser, Triple Tech Bogenimpuls gelernt. Oh, das muss ich gleich direkt mal ausprobieren. Das muss ich ausprobieren. So, wie sieht es jetzt hier aus? Da ist er wieder, der Aussie. Na, rennst du jetzt wieder weg? Das kannst du nirgendwo mal hin, ne? Okay. Endkampf? Endkampf? Kann das sein? Oder Zwischenkampf? Endkampf ist es ja noch nicht. Dann machen wir das mal so. Ja, dann wollen wir mal gucken, was uns der gute Aussie erzählt. Sagt gar nichts. Doch. Arg! Der hat aber auch einen begrenzten Wortschatz, oder? Ach, arg. Du bist dran, Ossi! Na? Ha, 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 ha! Sicher hat Sir Magus bereits die Verstärkung gerufen. Ja und? Wartet nur, bis Lavos kommt. Er soll doch kommen. Ich werde nicht besiegt werden. Kein Angriff wird meine Barriere durchbrechen. Oh. Ist doch wieder ein subtiler Hinweis für uns, oder? Kein Angriff wird meine Barriere durchbrechen. Also wir werden es schon rausfinden. Toll, jetzt müssen wir gegen Ossi kämpfen. Gegen Eis-Ossi. So. Triple Take mal bitte hier. Bogenimpuls. Das probieren wir gleich mal aus. Ja, und? Ja, super. Worauf zielst du denn? Ja. Gute Frage. Probieren wir es mal mit einem normalen Angriff. Das bringt gar nichts. Ja. Das ist ja jetzt super. Müssen wir erstmal die Sachen hier attackieren. Was auch immer das bringt. Bringt das was? Ah, ha, ha, ha. Okay, das erschließt sich mir jetzt gerade nicht so wirklich. Warten wir mal ab. Passt auf, Ruf gezielt. Guahaha. Hau ich jetzt trotzdem mal auf die Dinger ein. Bin mal gespannt, was das bringt. Also ich befürchte ja fast, dass wir hier jetzt hier für irgendwelche Monster Tür und Tor öffnen. Und, was bringt das jetzt? Hihihihi. Oh, Ossi, ey. Hä? Ja gut, ja. Hoppala. Ossi? Ossi. Das war ja leicht. Wir müssen uns beeilen und Magus finden. Ja, gut, das war jetzt wirklich leicht. So. Nebelrobe erhalten. Aha. Los, in die Löcher reinfallen. Magieschall erhalten. Hm, was bringt denn die Nebelrobe? So. Das kann er nicht tragen, oder? Wer kann denn diese Nebelrobe tragen? Wahrscheinlich nur die Mal? Da. Achso, ich habe schon eine Nebelrobe an. Ja, super. Na, dann behalten wir die für Luca. Können die beiden dann im Partnerlook laufen. Was haben wir hier? Ah, ich wollte speichern. Verdammt. So, mal zurück. Gehen wir mal hier hin. Schön, das ist ein Speicherpunkt. Dann werden wir den direkt mal benutzen. Show. Sehr schön. Und bevor wir weitermachen, hauen wir uns noch ein paar Tonics rein. Das war ja gerade wirklich einfach gegen den Ossi.
hab schon gedacht, unser schöner Triple-Angriff bringt gar nichts. Obwohl, wenn der mal richtig reinhaut, bei der nächsten Situation werde ich es dann nochmal ausprobieren. So. Dann wollen wir hier mal weiter. Boah, erst müssen wir die Treppen hochlatschen, jetzt müssen wir die Treppen wieder runterlatschen. Ja, Fledermaus, klar. Das ist nicht gut, Fledermaus. Noch mehr Fledermäuse. Kennt ihr schon Gewitter? Ja. Vielleicht noch ein paar mehr, bitte, Fledermäuse. Naja, machen wir mal Gewitter 2. Chrono, bitte übernehmen Sie. Ja. Tschüss. So. Wunderbar. Für 6 Fledermäuse bzw. 6 Vampire gab es jetzt weniger Erfahrungspunkte als damals beim Kampf gegen diese komischen Speicherpunkte. Sehr interessant. Was mit der Musik? Ach, da setzt er langsam wieder ein, würde schon gerade sagen. Schmeiß mal 50 Cent in die Jukebox. Was haben wir hier? Bedrohliche Musik auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Neuger, Zina, Ziba, Zommen! Was ist los? Jemand eine Taschenlampe? Nun ist die Zeit gekommen! Okay. Interessanter Reim. Tauschen wir diese Welt gegen... Ja, gegen was denn? Wer bist du? Hallo? Wer ist denn das? Hallo? Magus! Oh nein! Oh nein! Es ist dieser dumme Frosch! Irgendwelche Prinzessin geküsst? Ich mag diese Erscheinung und verdanken sie nur dir. Ich habe etwas für dich. Ist Masamune. Du willst es sicher gleich benutzen. Okay, was passiert jetzt hier? Der schwarze Wind wird stärker. Zeig mir, was du kannst. Aber eigentlich ist die Episode gleich schon wieder vorbei. Wenn du für die Lehre... Hallo. Das macht ja automatisch auch noch hier den Text weiter. Was soll denn das? Okay. Dann kämpfen wir halt mal. Gegen Magus. Macht ja auch nichts. Ja, super. Blockwechsel. Nur Gewitter schadet. Okay. Geysir vermindert LP. Okay. Das sieht alles nicht so gut aus. Probieren wir jetzt mal Gewitter gegen ihn. Aha. Nur Gewitter schadet. Normale Angriffe schaden ihm dann nicht, oder wie? Ich blick das im Moment nicht. Masamune vermindert Magus magischer Verteilungswert. Ist das so richtig? Lass mal die Kraft aufladen. Von Frog. Dann benutzen wir nochmal Gewitter 2. Also gut, Chrono benutzt Gewitter. Jetzt schadet nur noch Wasser. Ja. Gut, dann kriegen wir das hin. Wasserzauber kann ja Frog. Mal ist ganz schön fertig. Ja gut, können wir uns jetzt nicht drum kümmern. Es läuft jetzt gerade nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Chrono muss sich jetzt erstmal selbst heilen. Na super. Es läuft ja klasse.
So. Belebung für Mal. Dann Chrono nochmal. Heilung. Sonic Medium für Mal. Damit er wieder auf den Damm kommt. Schön. Und jetzt können wir den Wasserangriff ausführen gegen Markus. Und die normale Attacke. Obwohl. Ja, warum? Das ist doch jetzt unfair. Er stand vorhin Wasserschaden. Schadet. Und jetzt, okay, manchmal blicke ich dieses Spiel echt nicht. Absolut nicht. So, dann machen wir halt nochmal Gewitterschaden. Du greifst normal an. Und. Mal. Halt den Frock, wenn es jetzt nicht zu spät ist für den Frock. Ja, leider zu spät. Ja. Okay. Und er kann jetzt angreifen, nacheinander, wie er lustig ist, oder. Ist egal, ne? So. Nutzen wir mal unser Lapis hier. Und du machst mal bitte. Ja, ist klar. Frock wieder beleben. So, was genau hilft denn jetzt nochmal gegen den... Muss ich ihn jetzt, glaube ich, mit Gewitter angreifen, oder? Na gut. Warum kriegt er jetzt nur 30 Punkte dazu? Ach so, Ether. Hm, toll. Das ist falsch ausgewählt. So, jetzt sind wir wieder alle auf dem Damm. Und jetzt probieren wir mal normale Attacke gegen den. Na, das bringt doch immerhin etwas. Auch wenn es nicht viel ist. Nur Feuer schadet. Ja, wer kann denn Feuer von uns? Kann keiner Feuer von uns. Die Angriffe von denen gehen mir ganz schön auf den Senkel. Jetzt schadet wieder nur Wasser. Ja. Ja, natürlich. Ja, bitte mal Energie aufladen. Danke. Du auch. Wenn wir uns jetzt immer nur hier verteidigen. Nichts austeilen können. Das ist nicht so toll. Haben wir denn irgendwas mit Feuer? Er kann doch nur Wasser hier. Dann ist das doch schon wieder Mist. Dann hauen wir mal lieber mit dem Masamune. Er kann aber auch nichts dergleichen, oder? Wir haben niemanden mit Feuerangriff. Dammit. Schade für nur Gewitter. Ja, ist ja super. Aufladen. Chrono. Bitte. Gewitter. Der geht mir ganz schön auf den Keks hier, dieser Markus. Mal ganz ehrlich. Los. So. Nur Wasser schadet. Okay. Ja, ist gut mit einem. Ja, natürlich. Jetzt hat es auch noch den erwischt. Ich werd bekloppt. So. Darf ich bitte erstmal meine Moves ausführen hier? Pillemann. So, jetzt habe ich es gesagt und jetzt ist es raus. Ach, wieder falsch aufgeladen. Aber gut, MPs brauchen wir eh. Genau. Das war da gerade nochmal Wasser schadet, oder? Oder war das schon, hat sich das schon wieder gewechselt? Ja, war noch aktuell. Nur Schatten schadet. Ja, super, was heißt denn Schatten? Schattenzauber habe ich ganz bestimmt nicht. Lass mich bitte erstmal den Frock aufladen. Und Chrono, bitte. Ja, genau den solltest du nicht aufladen. Mann, ich hab doch nach rechts gedrückt. Mal die Mal wieder aufwecken. Wir attackieren die mal normal hier, damit es ein bisschen beschäftigt wird. Haut auch nochmal mit Samune drauf. Mavamune. Komisch, ich drück nach rechts und der Cursor geht auf. Den Frock.
Hä? Was war das denn jetzt? Normale Attacke. Gilt immer noch Schatten als Schaden. Das wäre natürlich nicht so schön. Schatten habe ich nämlich nichts. Magus stärkste Attacke, Anzimmaterie. Ja, klar. Ja. Ja, ja. Das passt schon. Come on. Lass uns wenigstens eine Chance. So. Wieder halbwegs auf dem Damm. Argus riskiert einen Zauber. Was bewirkt er denn damit? Heilt er sich dadurch? Mal den Frock heilen, während Bruno nochmal angreift. Aber wann fällt er um? Ist überhaupt noch vor, umzufallen? Er kann gut einstecken, der gute Mann. Ja, er will mit seiner scheiß Antimaterie jetzt. Mann, ey! Mal! So. Genau, Chrono heilen. Frock gibt mal ein Tonic. Perfekt. Kann das sein, dass der immer wieder seine Energie auflädt und ich das bloß nicht sehe? Ich meine, dann kann ich ja jetzt noch stundenlang auf den einschlagen, dann bringt das gar nichts. Ich würde auch mal gerne wissen, welchen Zauber ich im Moment verwenden könnte gegen ihn. Das leuchtet mir nämlich so im Moment auch nicht ein. Außer bitte nochmal einen Sonic rein. Ja, ey, diese verdammte Antimaterie hier geht mir richtig auf den Keks. Mann, ey. Nee, du attackierst. Und dann bitte einmal die Selbstheilung. Müssen wir das so machen? Ja, das passt schon. So, Chrono schmeißt dich. Oder... Ja, so ein bisschen Rückmeldung, ob ich ihm schade im Moment wäre, nicht schlecht. Aber irgendwie kommt da nichts. Ja. Und macht ihm das irgendetwas? Ja, genau, Antimaterie. Mhm. Ich möchte jetzt auch keinen Zauber riskieren. Und ihn dadurch dann, was weiß ich, wieder stärken. Das wäre ja auch hier nicht Sinn der Sache. So, du haust hier bitte auch nochmal einen Zornig rein. Frock kann dann... Ja komm, probieren wir einfach mal einen Wasserzauber aus. Wir werden es ja sehen, was es bringt. Ja, immerhin. Magus riskiert einen Zauber. Ich vermute mal, der heilt sich dadurch immer wieder komplett. Obwohl, wenn er sich komplett heilt, ist natürlich super, ne? Was machen wir dann? ...1177. Ja, Gott sei Dank, ey. Oh, 3000 Gold. Oh, mein Krone erreicht nächste Stufe. Ja, das ist, glaube ich, auch das Mindeste. So, Magus. Oh, was für ein Kampf, ey. Was hast du mit dem Masamune gemacht?
Das war nicht wir, das war Melchior. Begabter Schmied. Was? Ist es Labos? Schlechtes Timing. Wach nicht gerade jetzt auf. Aufwachen? Du hast ihn geschaffen. Idioten, ich habe ihn nur gerufen. Er lebt in der Erde und entzieht dem Land Kraft, wodurch er immer stärker wird. Was? Was geschieht? Das Tor! Wenn ihr nicht gekommen wärt. Chrono! Oh. Okay. Was passiert jetzt gerade hier? Also jetzt noch ein Bosskampf wäre jetzt ziemlich schlecht. Da passt mir das Timing gerade so gar nicht. Okay. What's going on? Zurück zum Anfang des Spiels. Super. Toll. Chrono! Chrono! What the hell? Wach auf, Chrono! Ernsthaft jetzt? Du bist aber nie Mama. Liebling, du kommst zu spät zur Arbeit. Ich hatte vergessen, wie schön Lenas Glocke klingen kann. Chrono, wir können meinem Vater nicht länger auf der Tasche liegen. Such dir deine Arbeit. Eigenarbeit. Chrono! Ja, mein Gott, schrei nicht so rum. Chrono! Jetzt hör doch mal auf, ey. Ja. Chrono, wach! Ayla! Ayla hatte seltsamen Traum, zum mystischen Berge gegangen. Alle dort liegen, verletzt. Ich zur Hütte getragen. Markus! Ich glaube, Markus ist weg. Frosch, lecker! Ayla essen dürfen? Gott bewahre, Mädel. Ach ja. Wo der Blauhaarige sein? Nur euch da gefunden. Blauhaariger vielleicht schmackhafter? Ayla, was ist los mit dir? Er ist entkommen. Aber wenn nicht Margus Labos geschaffen hat, wo kam er her? Labos? Keine Sorgen. Hier ausruhen. Schwer verletzt. Gute Idee. Ah, okay. So. Kino? Wie hieß sie nochmal? Ja, genau, Kino. Chrono, okay. Ayla unterwegs. Zum Laruba-Dorf. Zusammen Reptiten bekämpfen. Reptiten töten oder wir sterben. Kino! Was los? Ruhe. Chrono ausruhen. Norden, bald brennen. Ja, liebe Zuschauer, ist ja hier, oder? Die Ereignisse überschlagen sich. Wir haben Margus besiegt. Erstmal Labos. Ist dann wohl doch nicht von Margus erschaffen oder wie auch immer. Und wir haben schon wieder gleich eine halbe Stunde rum. Mein Gott, eine Episode hier mit Überlänge, aber der Kampf gegen Margus, der hat mich echt fertig gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.